Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bausimulator. Es geht weiter. Wir sind ja in der letzten Folge hier nochmal in die Firma gefahren. Da waren wir ja schon lange nicht mehr. Nämlich die Raube abladen steht jetzt noch an. Und dann satteln wir mit dem anderen LKW den Tieflader mit der Walze auf, weil wir müssen den Kies verdichten. Und dann haben wir ja den anderen LKW schon mal auf Baustelle. Und dann müssen wir bloß irgendwann den Bagger noch holen. Aber ich glaube, den holen wir ganz zum Schluss. Weil den DDS-Koblader können wir ja auch mit dem anderen Tieflader wahrscheinlich fahren. Also, ich hoffe es. Und dann wird heute wahrscheinlich gar nicht so viel gehen. Vielleicht, dass wir das Verdichten fertig kriegen, aber mehr wird nicht gehen. Die Raube will ich jetzt bloß abladen, damit das schon mal ready ist. Damit der Tieflader bereit ist oder ready ist für Bagger abholen dann irgendwann. Weil die Baustelle zieht sich noch ein bisschen. Habe ich das Gefühl, da sind wir noch ein bisschen mit beschäftigt, aber dann ist schon mal die Raube weg. Ne? So, und jetzt haben wir dann auch nochmal einen Kran hier, aber wir brauchen wir ja eigentlich gar nicht, weil wir haben hier einen Baustellenkran. Ist mir gerade so gekommen. Genau, den Tieflader lassen wir so, wie er ist, da stehen. Ich weiß gar nicht, warum der da steht, denn wir haben wir den Bagger irgendwann mal da aufgeladen. Den Mobilbagger. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Abkuppeln. So. Wir brauchen nämlich den Tieflader mit der Walze drauf, die ja seit der letzten Baustelle da immer noch oben drauf steht. So, dann ist die angesattelt. Dann müssen wir doch kurz die Baustelle wieder markieren. Die ist nämlich hier. Und dann fahren wir jetzt wieder zurück, verdichten da ein bisschen im Kreis. Und dann schauen wir mal, ob wir noch mehr schaffen heute oder nicht. Die Woche haben wir nur eine Folge wieder. Aber, ups, nächste Woche denke ich, schaffen wir wieder zwei Folgen. Ich muss. Wo hängen wir denn? Ach komm, was ist denn jetzt schon wieder? Hä? Die Stützen sind nicht oben, oder was? Doch. Hä? Ich hab doch angekuppelt, oder ne? Seit wann hat der Tieflader vier Achsen? Geil, das ist ganz komisch, Alter. Naja, hilft nix. Wir müssen weitermachen. Ich will das dann auch die Raststätte mal abschließen irgendwann. Sind ja schon lang genug da zu Gange. Aber es wird auch noch ein wenig dauern. Das ist fix. Aber das ist ja klar. Wenn wir nur mit einer Folge die Woche rumeiern. Aber nächste Woche gehen wir wieder auf zwei Folgen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nur die Woche ging nicht oder geht nicht. Vielleicht, dass wir nächste Woche sogar drei Folgen machen. Dass wir hier mal wieder vorankommen. Ich meine, ich habe den Plan für nächste Woche noch nicht gemacht. Deswegen ist es alles noch offen. Vorproduziert ist im Grunde auch. Ja, doch ein Video, zwei Videos. Ein Video? Ein Video ist vorproduziert. Das Sonntagsvideo wäre das. Aber da. Das ist ja kein Problem. Ich überlege, ob wir da irgendwie kriegen wir das hin, dass wir da wieder vorankommen mit zwei, drei Folgen in der Woche. Italia lassen wir bei zwei und Forst gehen wir auch auf zwei, ein, zwei Folgen in der Woche. Und Foodtruck können wir gern bei einer lassen. Dann machen wir dann wegen längere Folgen. Ist ja die Woche auch so. Ich glaube, Foodtruck kommt noch. Ich habe Foodtruck nicht vorher aufgenommen. Foodtruck ist diese Woche eine halbe Stunde lang. Das können wir hier leider nicht machen, weil ich dann, wenn ich hier durch bin, weiter muss. Deswegen wird es heute hier nichts mit einer halben Stunde Folge. Aber wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um mehr zu schaffen. Halbe Stunde Folge. Vielleicht die nächste Woche. Irgendwie kriegen wir es hin. Ich meine, wir haben 25% oder 24% haben wir jetzt abgeschlossen von dem Auftrag. So viel ist es ja dann. Ja, weiß schon noch. Eigentlich ein Viertel haben wir gerade mal abgeschlossen. Wie viele Folgen sind wir schon dabei? Ist man ja allein sechs Folgen Aushub. Sechs Folgen Aushub, jetzt sind wir hier, jetzt buffen wir ein bisschen mit dem Betonzeug. Das geht ja dann doch relativ flott. Aber, und dann schauen wir mal, ne?
Okay, jetzt muss ich kurz gucken, ob das die Post ist. Nee. Okay. Weil ich vermisse noch ein Holy Energy Paket, aber ich kann auch sein, dass es erst nächste Woche kommt. So, Walze können wir einmal abladen. Die kleine. Oh Gott. Hey, habe ich jetzt abgehängt schon wieder? So. Die kleine Walze, die haben wir uns ja auch mal spontan gekauft. Ah, ist wieder. Machen wir es wieder mit der kleinen Walze, ne? Anstatt dass wir einfach die große nehmen. Uns die große holen. Ach komm, ist ja wurscht. Wir sind wahrscheinlich die ganze Folge jetzt hier am Walzen. Aber Walzen geht ja eigentlich auch relativ schnell. Also, dauert es nicht so lang, glaube ich. So, fangen wir hier an und dann fahren wir ein bisschen vor und zurück. So. Ah, die Walze von die Vaganois und Walze, die schaut geil aus, finde ich. Ja, sieht, die ist nicht so groß, aber die schaut ziemlich geil aus. Wie kommt man eigentlich in den Keller? Unter der Holzplatte, oder? Müsste die Kellertreppe sein. Weil nicht, dass wir hier umsonst, Alter, 6 Folgen lang da gebuddelt haben. Fahren wir hier nochmal ins Eck rein. Bevor wir hier hochfahren. Ganz entspannt, bisschen walzen hier. Ich darf jetzt bloß nicht klicken, weil die Maus schon wieder auf dem anderen, wenn wir jetzt ein paar Runden drehen, dass die Maus wieder auf dem richtigen Bildschirm ist. Boah, das war Schlenker ausgewählt. Schon einen kleinen Schlenker hier reingemacht, Alter. Boah. Jetzt können wir weitermachen. Fahren wir einmal gerade rein und fahren die Spitze um extra raus. Wenden wir bloß mal schnell um, dass wir jetzt da besser reinkommen.
Schön aufs Fundament drauf gerüttelt, Alter. Dann ziehen wir hier weiter unsere Bahnen. Es ist stinklangweilig. Es ist einfach so, aber irgendwie macht es trotzdem Bock. Es gibt auch nichts zu erzählen eigentlich. Es gibt echt wenig zu erzählen gerade. Es ist auch nichts Neues geplant oder so. Es ist einfach im Moment läuft es halt einfach vor sich hin. Es ist kein neues Projekt geplant, keine Umstrukturierung oder so. Na. Es ist einfach. Wir machen einfach unser Ding jetzt. Das eine, was ich gesehen habe, wenn du jetzt YouTube monetarisieren willst, musst du nicht nur 1000 Abonnenten und ein paar Videostunden und so weiter haben, sondern du musst jetzt auch in den YouTube Shorts irgendwas haben und das verstehe ich irgendwie gar nicht, Alter. Wie die den Content auf die YouTube Shorts jetzt umleiten wollen. Denn ich nutze die ja als Informationsplattform sozusagen für den eigentlichen Content, aber ich mache ja da keinen richtigen Content, keinen YouTube Shorts Content oder so, das mache ich ja nicht. Ich habe da jetzt auch eigentlich gar keine Lust zu, irgendwelche Tänze aufzuführen oder so. Vielleicht passiert es irgendwann mal, aber nicht jetzt und nicht morgen. Aber naja. Schauen wir mal, was da draus wird. Schauen wir einfach mal, ne? So. Die letzten Meter sind angebrochen hier. Dann haben wir es gleich. Mit Walzen. Und dann ist aber auch die Folge zu Ende. Ziemlich. Wir werden dann nicht mehr viel machen heute. Wir können höchstens die Walze wieder aufladen und die dann bei Gelegenheit wieder wegfahren, weil die werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Oder wir werfen nochmal einen kurzen Blick in die Baustellen. Info. So, jetzt müssen wir hier wieder Zeug herfahren. Naja, können wir noch machen eigentlich. So. Wir machen das noch, aber wir werfen trotzdem nochmal einen Blick in unseren Auftrag rein, weil wir haben jetzt hier klar Material, Platten, Fundament, Beton, irgendeinen Scheiß machen hier. Da hätten wir nochmal Erdgeschoss mit Fertigwände tatsächlich. Tragwerk, okay, dann müssen wir, das haben wir geholt. Okay, Beton, Pfeiler, okay. Noch ein bisschen Deckenbau, alles mit Kran. Also es ist, geht dann eigentlich nur noch ums Betonieren und Fertigwände fahren. Ja. Ja, da geht es eigentlich dann kaum noch um irgendwas anderes. Das heißt, eigentlich kann halt alles weg. Na? Nur noch Beton und Tieflader. Könnten auch vom Ding weggehen, vom Teleskoplader, dass man den... Dass wir irgendwann die Tage mal eine Folge machen, wo wir die Baustelle wo wir die Baustelle mal ein bisschen räumen sozusagen. Könnte man machen. So, jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Jawohl, Alter. Der Teleskoplader ist. Ist auf jeden Fall trotzdem eine nice Erfindung. Und ein echt geiles Fahrrad. Also der Teleskoplader, das DLC ist maßlos überteuert. Aber der Teleskoplader ist halt schon geil mit der Palettengabel und so. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist das mit dem exakten Hinfahren. Oder was heißt, es stört mich nicht, aber... Ja, es ist schon irgendwie nervig. Hopp.
Jetzt haben wir's. So, einmal Holz, zweimal Armierungseisen oder Bewehrungsmatten, Gitter. Hoppala, da sind wir mal zwischen die Paletten reingerannt. Aber das sind die letzten zwei, ne? Warum? Ja, die Steuerung, die müsste ein bisschen sanfter sein vom Anfahren her. Wisst ihr, was ich meine? Damit es ein bisschen angenehmer ist, in die Palette reinzufahren und so weiter. Der zwingt uns auch eigentlich andersrum hinzufahren. Ich hoffe, das geht jetzt so. Nee, natürlich geht es nicht so. Ach Mann. Es ist nun, das ist nicht ausgereicht für einen Teleskoplader, weil, ne, das ist eher Kran. Beim Kran wäre es natürlich gar kein Problem, das so hinzustellen. Aber wenn du so einen Teleskoplader machen willst, dann, ja, ist schon ein bisschen kacke. Jetzt hat. Das machen wir aber jetzt noch fertig, das Material hier rumfahren, ein bisschen. Okay, ans Holz kommen wir nicht ran, das ist wieder. Das müssen wir mit dem Kran machen, weil es irgendein Trollo da hintergestellt hat. Eigentlich hat man das gut sortiert hier, unser ganzes Material. Aber gut, anscheinend nicht alles. Weil wenn wir dann eh in den Deckenbau gehen, dann wird der Teleskoplader auch nicht mehr so viel bringen, dann kann der eigentlich auch weg. Weil dann können wir nämlich wirklich den. Komm. Dann können wir nämlich wirklich den Telelader wegbringen, die Walze wegbringen, den Bagger wegbringen und nur noch Kran- und Betonmaschinen da lassen. Das wäre. Und dann können wir, dann buffen wir die Baustelle durch, ne? Das machen wir, glaube ich, nächste Woche, wenn wir zwei, drei Folgen Zeit haben. Dann machen wir das auch, dass wir mal hier die Baustelle komplett einmal komplett abräumen, was wir nicht mehr brauchen. Also Walze weg, Bagger weg, Teleskoplader weg. Und dann nur noch mit dem großen Tieflader, dem Betonfahrzeugen und dem Kran da bleiben. Ja, ich glaube, das machen wir so. So, jetzt steht die Walze noch natürlich scheiße da. Fahren wir die halt noch schnell weg. Und dann ist aber Schluss, Alter, ich schwöre. Weil sonst wird es echt eng. Dann würde ich nämlich jetzt schon sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, ihr wisst Bescheid. Nächste Woche geht's weiter. Und bis dahin, peace out.